Okay, das spricht ja wirklich dafür, dass er mehr ist, als man so auf den ersten Anschein vermuten könnte. Ja, der Dämon oder das Rätsel. Erstmal über den Dämon, weil der Baum ist ja weg. Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt? Und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Raschstuhlswahl-Szene, die du eben gesehen hast. Beunruhigend, nicht wahr? Das arme Mädchen, ganz alleine in der Wildnis. Weicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat, spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Ja, das glaube ich mittlerweile nicht wirklich. Und ich weiß nicht warum, mein Freund. Ich weiß nicht warum. Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Lösung erraten, der Rubin ist der Stein oder aufgeben. Ich habe keine Ahnung, ob der Rubin wirklich der Stein ist, aber Satya hat ja die ganze Zeit einen Rubin dabei. Und der Dämon scheint ja Rubine zu suchen. Ich weiß es aber nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob hier eine der beiden Varianten richtig oder falsch ist. Ich nehme mal den Rubin. Der Stein ist kein einfacher Stein, sondern Satyas Rubin. Sie ist die Nachfahrin des Moguls und der Edelstein ein Erbstück. Irgendetwas hatte sie damit vor. Interessanter Gedanke. Aber allzu viel erklärt das nicht. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will Antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Dragonia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Dragonia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weitergehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst, erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel, wird alles wieder gut. Willst du dich nicht um sie kümmern? Breda, steh auf! Wir haben ihn! Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er! Verdammt! Wo ist er hin? Au, mein Kopf! Breda, was weißt du über einen Ort namens Draconia? Das ist eine uralte Festung im Raschthulswall, von Drachen erbaut. Eulrich Bodiaks Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher Möchtegern-Held, oder? Nein, lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles. Kapitel 4 Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Den Erfolg von Kapitel 3, dass wir es abgeschlossen haben. Ja, sehr schön. Breda hatte ich übrigens gar nicht gesehen. Die war da am Stein eindeutig ja, umgekippt. Man hatte das ja in der Sequenz gesehen, als der Baum erwacht, ja. Aber ich habe sie da unten gar nicht liegen sehen. Und dass der Händler verschwunden ist, zeigt, dass er eigentlich gar nicht Teil dieser Welt ist. Eventuell ist er auch eine Traumgestalt oder eine Vision, die Geron hier nur hat, aber das werden wir hoffentlich noch erklärt bekommen oder beziehungsweise das Geheimnis wird sicherlich noch gelüftet werden. So, unsere ersten Heldentat, unseren Sieg gegen das Böse oder unsere lustigen Begegnungen. Ganz ehrlich, der Vogel wird heute auch nicht fliegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen unsere lustigen Begegnungen.
Erinnerst du dich noch an den Zwerg im Taschkamm? Der mit dem blauen Bart? Der war lustig. Und Ritter Boromir Zornbold? Die beiden haben sich immer gestritten. Und den grummligen Angler und Isida, die Gauklerin? Ich mochte Isida. Und weißt du auch noch... Das war gar nicht schlecht. Unsere erste Heldentat oder unseren Sieg gegen das Böse. Die erste Heldentat. Erinnerst du dich noch an die Orks? Und wie ich sie ablenken musste? Das war doch spannend. Wie hast du sie abgelenkt? Ich habe getan, als wäre ich ihr Totengott und habe sie mitten in die Einöde geschickt. Stimmt. Das sieht gut aus. Und jetzt denke an... unseren Sieg gegen das Böse, denn wir waren und sind immer noch Helden. Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als einen Bart. Ja, das hast du gut gemacht. Ach, wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Du hast es geschafft. Du kannst wieder fliegen. Ja. Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist. Ach, Nori. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Reda und ich wollen herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen... werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nori, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Drakonier auf sich hat. Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Ich kann Eurich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. Wer weiß? Zumindest wird hier erstmal geprobt und geübt, wie man erstens nicht in einer Reihe steht. Das tun die nämlich nicht. Die stehen nicht in einer Reihe. Nicht wie man salutiert, dafür wie man einen Dozenten beobachtet, wie er mit Feuer spielt. Ja, einige machen sich sogar Notizen, um genau zu sein. Einer. Sie scheinen wenig beeindruckt. Und die anderen langweilen sich. Besser, ich halte mich im Hintergrund. So, so. Angeber. Ja. Ne, der kann mit Feuer spielen. Wir können dafür alles kaputt und wieder heil machen. Das ist viel, viel besser. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Schade. Feuerball bitte auf die Kohle, dann wird's auch wieder warm. Und die kann ich diesmal gar nicht anklicken. Oh, schade. Richtig schade. Igitt. Reda? Was machst du da? Strafmaßnahme. Wegen Alleingang. Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Draconia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Tut mir leid. Dann gehe ich halt, wenn ich nicht willkommen bin. Dann bin ich weg. Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Aha, hier wohnt also der Magister und er hat einen schönen Eimer vor der Tür. Hier ist also ein Haus. Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Schön. Besonders diese Spinnenweben hier hinten sind sehr einladend. Erinnern mich an eine riesige Spinne im Wald. Und die Schatten, die da sind, sind auch sehr, sehr vertrauenserweckend. Ja, schon wieder. Was? Ah, mein Freund. Was macht das Edelsteingeschäft? Ich hatte Ärger mit einem Kunden und bin ausgestiegen. Das tut mir leid zu hören.
Dieser Schatten ist das, der in der Bibliothek war. Das ist cool. Dass wir wiederkehrende Gastauftritte im Spiel haben, gefällt mir sehr. Hast du was Neues zu sagen zum Verhärtungszauber? Ich könnte bald noch einen Gefallen von dir verlangen. Meine Dienste stehen dir weiterhin zur Verfügung. Die Gurke, die du mir gegeben hast, war sehr ergiebig. Jo, die hat mich so richtig high gemacht. Ja. Was ist mit Breda passiert? Sie musste heute Morgen Latrinen putzen. Ja, offenbar hat sie gestern im Alleingang versucht, die Tulamiden zu fangen. Und ist dann erst nach Nachtruhe in das Dormitorium zurückgekehrt. Dass sie nur Latrinen putzen musste, spricht für den Stand, den sie in der Akademie genießt. Ich glaube, sie wollen sie irgendwann zur neuen Leiterin machen. Das wäre gut. Dann haben wir wenigstens jemanden in der Magierakademie, dem wir vertrauen können und der uns so irgendwie mag. Ja, jetzt, wo sie weiß, dass wir eigentlich ein Held sind und dass wir Andergast ja alleine gerettet haben und ich suche gerade den ganzen Ort hier ab, ob es irgendwas gibt. Dabei muss ich hier noch klicken auf. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Genau, jetzt kann ich erst was absuchen. Okay, was ist das? Tuchmacherviertel. Alles riecht nach Rosen. Die Tuchmacher denken wohl, sie sind was Besseres. Ich vermisse den Gerbereigeruch aus meinem Viertel. Naja, wahrscheinlich liegt das mit den Rosen daran, dass sie das für Farbstoffe verwenden, ne? So Rosenextrakt und so weiter. Aber vielleicht irre ich mich auch, denn die Krähen, die hier sitzen, erinnern mich auch noch an etwas anderes. An Nuri zum Beispiel. Hoffentlich sitzt ihr da jetzt nicht rum und beobachtet uns. Diese Plagen. Ey, nix gegen Krähen, deine beste Freundin ist eine. Verdammte Krähen, habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst, verschwindet! Hey, das sind meine Freunde! Nuri? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan. Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran. Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Ich wusste es. Ich wusste, dass sie da drunter sitzt. Cool. Entschuldige mich mal für ihre Freunde, dass ich die verscheucht habe. Du solltest dich wirklich nicht mit diesen Viechern herumtreiben. Du darfst nicht vergessen, wer du bist. Nein, du darfst nicht vergessen, wer ich bin. Lass bitte meine Freunde in Frieden, ja? Ja, okay. Entschuldigung. Bist du schon länger hier? Magister Bodiak wohnt hier. Hast du ihn vorbeikommen sehen? Ja, er ist vorhin ins Haus gegangen, aber noch nicht wieder rausgekommen. Gut, danke. Okay, ins Haus eindringen. Will er da einbrechen, oder was? Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Es würde uns beiden helfen. Na gut. Gut, wir haben nicht getestet, ob wir so reinkommen, aber anscheinend ist das Haus zu, deswegen dieser nette Umweg. Hoppla. Spielen wir jetzt Nuri? Wir spielen Nuri. Die kann aber nichts machen. Sie sehen schwer aus. Ich würde mir die Krallen brechen. Ich finde das cool. Das ist ja süß. Och, ist das herzallerliebst, dass wir jetzt den Rahmen spielen. Lineal. Hüpf, hüpf. Och, das ist ja süß. Ein Lob an den Animator. Der die hier gezeichnet hat. Die ist ja niedlich. So nach draußen. Was soll ich denn mit dem Lineal machen? Da ist ein Dietrich. Kann sie das Lineal vielleicht... Hä? Ah! Jetzt verstehe ich. Die Bücher weghebeln und dann kommen wir an den Dietrich. So geht das. Moment. Ja, super. Perfekt. So, und hier ist nämlich ein Dietrich. Und den kann sie jetzt mitnehmen. Und. Ach, so sah sie also aus. Interessant. So, danke. Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später.
Bis dann. So, die Tür. Eurichs Tür. Ich probiere es erstmal mit Anklopfen. Magister Bodiak, seid ihr zu Hause? Wohl nicht, weil dafür haben wir den Dietrich. Und wir gehen mal rein. Bei den Magister Bodiak? Oh. Ja, er hat sich gut gehalten. In dieser Konservierung aus Stein. Sieht aus, als wollte er etwas in die Schublade legen oder herausnehmen. Solange er seine Hand hineinhält, kann ich aber nicht sehen, was. Das ist überraschend. Hat er die Maske vielleicht hier irgendwie verstauen wollen? Oh je. Oh, Unheilsbringer. Freigeschaltet. Erfolg. Wir haben den Magister getötet. Okay, er war wahrscheinlich schon vorher tot, aber... Hoppla. Oh je. Ich könnte eine Handvoll mitnehmen, aber... am Ende will ihn jemand zurückverwandeln und dann steht er ohne Ohr da. Ich lasse ihn lieber vollständig. Na, hoffentlich geht das mit dem Zurückverwandeln. Sie ist voll mit Staub. Ja, pust mal gegen. Vielleicht kannst du den restlichen Magister mal ein bisschen hier noch weiter verteilen. Hä? Wieso? Dachte, er guckt jetzt nach, was... Ach, er hat sie mitgenommen. Sie ist voll mit Staub. Okay, hier, wir entleeren sie mal. Und nu? Jetzt haben wir hier die Schublade weggeworfen. Oh je. Ich lasse ihn besser hier liegen. Na toll. Kann ich ihn reparieren? Aha. Er hält einen Schlüssel in der Hand, aber genau so, dass ich nicht herankomme. Oho, ein Schlüssel. Der auch zerfällt. Okay, wir müssen irgendwas finden, damit der Schlüssel da konserviert wird oder so. Hier haben wir Honig. Der bittere alte Mann mochte es wohl süß. Ja, wer weiß. Dafür haben wir ja den Schatten draußen. Den nehmen wir mit. So, dann haben wir hier auf zum Dachboden eine Kerze. Eurich ist genauso nachlässig mit brennenden Kerzen wie ich. Er war doch noch da. Ne, ganz ehrlich, er meint, die Kerze hätte aus sein müssen, aber er war noch hier. Er stand hier noch, als er zu Staub zerfallen ist. Okay, hier ist sonst, glaube ich, nichts, oder doch? Nach draußen? Ne, sieht gut aus. Ich gehe mal nach oben. Okay, ein Schloss. Okay, ich stehe links. Ein Schädel. Überall diese toten Tiere. War Magister Bodiak einst Jäger? Aber wie lernt ein Jäger in so späten Jahren noch das Zaubern? Merkwürdig. Oder er brauchte die für okkulte Zauberei oder sowas. Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Naja, wie gesagt, vielleicht auch nicht. So, was haben wir noch? Ein Besen. Er dient offensichtlich als bloße Zierde. Nö, wir brauchen ihn unten. Danke. So, vielleicht können wir ja den Aschehaufen gleich ein wenig zur Seite kehren. Und hier haben wir noch ein Schloss. So ein Schloss habe ich noch nie gesehen. Was auch immer dahinter ist. Man wollte offensichtlich sicher gehen, dass es niemand jemals zu Gesicht bekommt. Aha. Der Riegel rührt sich kein Stück. Das ist schlecht. Gut, wir gehen mal nach unten. So, ich benutze mal den Besen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich rücke jetzt den ganzen Magister mal ein Stück zur Seite. So, perfekt. Jetzt können wir ihn hoffentlich reparieren. Sehr gut. Komme ich jetzt an den Schlüssel? Nein. Verdammt. Der Schlüssel ist genauso zerbrechlich wie Eurich.
Okay, wir bauen ihn wieder zusammen. Und dann müssen wir irgendwas über den Schlüssel gießen, damit der eine Form kriegt. Vielleicht Honig. Oder Wachs. Moment, erstmal Wachs. Ah. Okay. Wachsform. Ein Abdruck des Schlüssels in Eulrichs Hand. Super, das füllen wir jetzt mit Honig aus und dann gehen wir raus und sagen dem lieben Schatten, dass er das Ganze verhärten soll und dann haben wir eine Replik des Schlüssels. Ich habe etwas Honig in die Form gegossen. Gut, wie gesagt, das müssen wir jetzt festmachen lassen. Hoffe, dass das funktioniert. Mal schauen. Hier, für dich. Einmal bitte festmachen. Ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Kannst du diesen Honigabdruck zu einem Schlüssel verhärten? Ich mag deinen Erfindungsgeist. Gib her. Weiches, erstarre, fließendes Verharre. Danke. Und wir haben... Der Honig ist nun hart. Jetzt muss ich nur noch das Wachs abbekommen. Okay, haben wir irgendwo Feuer oder so? Habe ich das jetzt übersehen? Hier ist nichts, glaube ich, oder? Nö. Das ist schade. Sonst muss ich gleich mal Nuri fragen. Hier, mit dem Schädel. Das geht so nicht. Schade. Aber hier ist sonst nichts. Wir gehen mal raus und fragen mal den Raben. Vielleicht kann er das Wachs wegpicken. Ist, ja, verzweifelt, aber was soll's. Oder wir schnitzen es. Moment mal. Ich kratze das Wachs vorsichtig ab. Autsch. Ich habe das Messer übersehen. Ja, ich bin doof. So, okay, auf zum Dachboden. Und dann haben wir aber jetzt, wie gesagt, einen Replikschlüssel. Ein goldener Schlüssel. Selbst gemacht. Und damit kriegen wir hier die Tür auf. Bei Fex. Es hat tatsächlich geklappt. Super, und was ist dahinter? Oh, hier war Nuri drin. Okay. So, da haben wir ein merkwürdiges Funkeln. In der Ritze ist etwas. Ein rötliches Schimmern? Na, dann guck doch mal nach. Meine Hand ist zu groß, ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Anheben mit dem Messer. Das Messer ist ein Stück zu kurz. Verdammt. Mit dem Besenstiel vielleicht. Der Besenstiel ist viel zu dick. Kann ich den anspitzen? Moment. Wozu? Ah, auch nicht. Mit dem Schlüssel. Wozu? Nuri, flieg mal her, du bist kleiner. Was haben wir noch? Hier haben wir nichts. Da ist der Dachboden. Eine Liste. Von was? Das scheint eine Liste von magischen Artefakten zu sein. Interessant. Hasenauge, Elmerion, Rondellions Fanghorn. Manche tragen einen Vermerk zum Aufenthaltsort, andere sind abgehakt. Ein Andergaster wie Eurich kann sich diesen ganzen magischen Firlefanz doch gar nicht leisten. Am Ende kommt noch raus, er war gar kein echter Magier, sondern nur ein gemeiner Dieb. Vielleicht war er das auch. Oder er war ein Magier, der trotzdem seine Stellung missbrauchte, um Gegenstände zu klauen. Alles denkbar, nicht wahr? So, ein Gefäß. Ein Federhalter vielleicht. Oder ein Becher für Wasser. Nehmen wir mit. Da kennen wir gar nichts. Eine schicke Bibliothek, die nicht aufgeräumt ist, hatte der Magier auch noch. Bücher über Magiegeschichte? Kompendien über Artefaktmagie. Hier sieht es fast aus wie bei mir daheim. Brauchst du davon was? Breda soll sich damit befassen. Ich muss herausfinden, was hier geschehen ist. Ja, du bist ja so ein guter Detektiv. Zeichnung? Eine riesige Festung auf einem Berg. Sieht so Draconia aus? Denkbar. Ich sehe mir das mal näher an.